Das Stadtgespräch mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Stadtgespräch. Heute ist alles ganz anders, neues Studio. Wir sind alle sehr erfreut und haben deshalb auch eine ganz besondere Runde von Gästen hier. Denn es geht um ein Stück in der Komödie, was jetzt dort aktuell läuft. Und das Stück heißt Der Kurschattenmann. Und ja, und Sie sehen schon eine hochkarätig besetzte Truppe, die dieses Stück spielt. Ich werde mal einen nach dem anderen vorstellen. Die Christiane Rücker ist eine der Damen, die sich mehr oder weniger verführen lässt. Müssen wir gleich ergründen, wie weit das geht. Und auch was Ingrid Steger da mit sich machen lässt, mit dem charmanten Herrn, der alle Frauen betört. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Derjenige, der auf die Frauen losgelassen wird, das ist natürlich kein anderer als Jochen Busse. Von dem können wir vielleicht heute Abend viel lernen, wie man sich da verhalten muss. Und Frau Steger lacht schon etwas. Und dann natürlich Simone Rethel, die wir ganz herzlich begrüßen, die auch eine ist, die ja, auf jeden Fall von dem Kurschattenmann betört wird. Jetzt fangen wir mal mit Ihnen an, Herr Busse. Kurschattenmann ist natürlich, und dann haben wir natürlich den Hund von der Frau Steger. Wie heißt er noch? Eliza Doolittle. Eliza Doolittle, der ist hier. Und es gibt auch noch Christine Schild, die aber im Moment ein bisschen erkältet ist und deshalb heute nicht dabei ist. Das ist ganz nett, dass Sie das erwähnen, ja. Denn Sie sind zu viert. Und der fünfte im Bunde ist der Mann, das ist der Herr Busse. Kurschattenmann ist ja eigentlich etwas, ja, was man sich so erstmal, wenn man so drüber nachdenkt, als gar nicht so was Schlechtes empfindet. Wie sind Sie mit Ihrer Rolle einverstanden? Naja, wenn man so eine Rolle bekommt, dann liest man sie sich durch und dann denkt man, das ist aber viel zu reden. Und dann denkt man nicht unbedingt ans Einverstandensein. In der Wirkung ist diese Rolle durchaus mit mir einverständlich. Doch, kann man nicht anders sagen. Aber also man sucht sich ja Rollen auch nicht so aus. Ne? Es ist ein Stück da und das kommt auf den Tisch und dann sagt man, na gut, dann übernehme ich das und dann werden wir schon im Laufe der Zeit da eindringen und da eine Figur rausmachen. Und das genauso haben wir alle das gemacht. Aber Sie haben natürlich auch einen Regisseur, der sich Gedanken gemacht hat, wie er die Rollen besetzt. Und dann ist er auf Sie zugekommen und hat natürlich auch gedacht, dass Sie der Richtige sind für diese Rolle. Also müssen Sie auch etwas ausstrahlen, was es rechtfertigt, dass Sie Kurschattenmann sind. Ja, nun nimmt man im Allgemeinen ja an, dass diese Leute, diese sogenannten Kurschattenmänner, also die, die einen Kurschatten begeistert spielen, dass das besonders charmante, besonders schöne, besonders elegante Männer sind. Dem ist ja nicht so. Das sind ja meistens recht spießige Menschen, die genau auf diesen einen einzigen Punkt zusteuern, nämlich die Einsamkeit kurender Damen. Und da ist das auch gar nicht so wichtig, wie charmant oder wie gut aussehend oder wie brillant die sind. Hauptsache, sie sind da. Und so habe ich die Rolle dann auch gespielt. Ich bin da. Ja, ich sage ja zum Beispiel, ich hoffe, ich kriege es jetzt noch zusammen in dem Zusammenhang. Er kann charmant sein und plump zugleich. Vollkommen übertrieben und doch glaubhaft. Sehr elegant und gleichzeitig anzüglich und vulgär. Aber man kann sich dem so schlecht erwehren. Ne? Also das ist alles so zusammen. Ne? Also ja. Wir kommen an ihn ran, aber auch nicht von ihm los. Ne? Das ist ja, also Kurschatten, ich sage jetzt mal so, die ganz junge Generation, die kann damit vielleicht überhaupt nichts mehr anfangen, weil Kuren waren ja früher, da sind die Leute ja teilweise zweimal im Jahr, 14, drei Wochen, vier Wochen in Kur gegangen. Das gibt es heute eigentlich in der... Scheiterte an der Gesundheitsreform. Ja. Ja. Und an der ist Herr Seehofer beteiligt. Ne? Das muss er auch mal gesagt haben. Muss man sagen. Da ließen sich jetzt... Die war ja bitter nötig. Reformen sind ja, deshalb mal nötig. Viele argumentieren, dass es mit einem Grund, warum es Deutschland heute so gut geht, ja. Weil wir uns reformiert haben. So ist es. Jetzt, Frau Steger, inwieweit können Sie sich vorstellen, dass in Ihrem Leben so einer kommt? Also Kurschatten, genau, wie Sie es beschrieben haben, das ist einer, der im Grunde genommen ja auch in den Kopf der Frauen auch irgendwie einsteigt und dann das
richtige Gefühl kriegt, was diese Frau eigentlich will. Gut, das sind ja Frauen, die sind, haben alle eine Depression. Ne? Also außer sie, sie ist ja die Leiterin, aber ist trotzdem ihm verfallen. Ne? Ja. Wir haben alle eine Depression, jeder auf seine Art. Ne? Und wenn er natürlich kommt und uns dann Geschichten erzählt und er erzählt jedem eine andere Geschichte, für mich ist er ein Architekt, für anderen ist er ein Banker, dann ist er ein Kapitän. Und also wir sind alle begeistert, dass wir mal was anderes erleben im Leben. Ne? Mhm. Und ob das jetzt im Leben wirklich passiert, das ist natürlich eine Komödie. Und die muss natürlich übertrieben sein, sonst wäre es keine Komödie. Ne? Frau Rethel, Sie waren viele, viele Jahre mit Juppie Heester verheiratet. Heesters. Ja. Simon, das hat er auch immer. Simon. Heesters, genau. Ja, und der ist 108 geworden, oder? Ja, genau. Ich frage jetzt mal, also so, Sie sind ja im Grunde genommen ein klassischer, eine klassische Frau, an die sich ein Kurschattenmann ranmachen würde, oder? Das, weil Sie... Wie kommen Sie darauf? Ich glaube, das sind ja so... Weil Sie meinen, ich wäre jetzt einsam und deshalb glauben Sie, dass ich ein Kurschattenmann... Genau. Aha, verstehe. Können Sie sich das vorstellen aus Ihrer Rolle, aus Ihrem Leben heraus? Also die Rolle hat, glaube ich, mit meinem Leben so überhaupt nichts zu tun. Stimmt auch nicht ganz, weil die Aussage des Stückes, also meine Rolle hat am Schluss mal so eine... Erklärung, warum sie sich so verhält, weil sie ist eigentlich die Einzige, die sich nicht vom Kurschattenmann bezirzen lässt, sondern die schlägt ihn eigentlich mit seinen eigenen Waffen, weil er schwindelt jedem was vor und das tut sie auch. Und die Grundeinstellung und die Aussage von René Heinersdorf zu sagen, ich will das Leben positiv sehen, dann kann ich es auch besser leben. Mhm. Diese Aussage, die entspricht auch meinem Leben eigentlich und meiner Lebenseinstellung. Aber ich glaube nicht, dass ich eine Ausstrahlung habe, dass ich so jetzt einsam bin und sich jetzt irgendwelche Herren... Nein, aber das Klischee sagt ja, dass es Frauen sind, die entweder von ihren Männern verlassen wurden oder die jetzt ihren Mann verloren haben. Das sind ja so die klassischen Die Damen sind dann auch meistens so über 50, sage ich mal. Das ist so. Ja, aber das ist ja, dass wir ihn nachher verlassen. Ha, das ist natürlich. Und Sie sind die Taffe von Anfang an, die Ihnen überhaupt nicht an sich rankommen. Ich bin ja sozusagen die Klinikleiterin, nicht? Oder so eine halt, die Dr. Johansson-Vertreterin, die Chefstewardess in dem Haus. Und das, nachher stellt sich erst raus, dass die schon 10 Jahre mit dem Kurschattenmann zu tun hat, der da also am Ort anscheinend fungiert. Und das Schöne ist, also jetzt speziell an meiner Rolle, dass die eben gar nicht so tough ist, wie sie sich gibt. Das ist einfach Klischee und auswendig gelernt, wie sie in der Klinik funktioniert. Und dann kommt eine schöne Szene, wo sich rausstellt, wie sie wirklich ist eigentlich. Und das ist das Schöne daran. Und das ist aber eigentlich auch im Stück, das ist ja auch bei der Simone zum Beispiel, die sich dann auch entblättert und einfach darstellt, was wirklich hinter dieser Figur ist. Das ist das Schöne dran, dass es eben nicht so platt und klischeehaft ist, sondern dass immer Menschen dahinter sind und Schicksale. Ja, also jeder erzählt praktisch sein Schicksal. Also genau. Ich habe einen ziemlich schwierigen Mann gehabt, der mir seelische Schmerzen zufügen wollte und sich umgebracht hat, nur um mich zu quälen. Oh, das hört sich jetzt tragisch an, ist aber lustig gebracht, sonst wäre es ja keine Komödie. Ne? Und jeder hat so seine Geschichte und erzählt seine Geschichte. Und wir schließen uns nachher alle zusammen gegen ihn. Und dann kriegt er eins was auf dem Matze. Jetzt ist das ganze Stück im Grunde genommen erzählt. Große Überraschungen kommen jetzt nicht mehr. Doch. Aber wie wir es spielen. Wie kriegen Sie denn einen über die Mütze? Also wenn wir jetzt schon über Das erzählen wir nicht. Ah. Nein, das geht wirklich nicht. Ja, dann können wir den ganzen Akt wegschmeißen. Ich wirklich, dass es auf die Mütze zum Schluss zeigt, dass er doch so ist, wie er ist und dass das auch gut so ist. Und, aber das sind die besten 10, wenn er eins über die Mütze kriegt. Also nicht so, natürlich. Ne? Ja.
Wir hatten ja hier in München so ein ganz klassisches Beispiel. Ich will ja gar nicht jetzt einen Namen nennen oder so, aber es war auch eine sehr wohlhabende Frau, die sich von ihrem Charakter, also von ihrer Figur, die sie spielen, eben auch hat einlullen lassen. Und dann wurden da also tatsächlich also Millionenbeträge aufgrund von Liebesgefühlen überwiesen. Ja, aber die Dame hatte immerhin den Schneid, das an die Öffentlichkeit zu bringen. Das muss ich sagen, das habe ich sehr bewundert. Das ist ja denn doch ein Name gewesen, den in Deutschland im Grunde jeder kennt. Und wie die das getragen hat und mit einer Selbstverständlichkeit. Und das habe ich sehr bewundert, muss ich sagen. Ja. Das fand ich schon. Na, wir geben ihm alle kein Geld. Er versucht es. Aber darum ist es ja auch eine Komödie. Ja, klar. Nein, aber das wird auch empfohlen von Kennern, die also solche Menschen auch dann betreuen oder so, dass man dann durchaus eben nach vorne spurten soll und versuchen soll, diesen Menschen dann zur Rechenschaft zu ziehen. Weil bei ihm ist ja auch noch etwas, was ich finde, was ja viel lustiger ist. Das war mein Eindruck immer, mein ganz persönlicher. Er macht alle an, geht dran, wenn eine Ja sagt, dann ja. Eigentlich kann ich, nee. Nach dem Motto, was machen Sie, wenn ich Ja sage? Dann rennt er nämlich. Und das ist ja viel schöner. Das ist eigentlich der klassische Stenz. Der Stenz ist eigentlich... Man, also der Münchner Stenz. Sehr positiv. Das ist wunderbar. Der Münchner Stenz, der hat zum Schluss eben auch Stil. Ja. Und bei dem geht es eigentlich mehr darum, wie man zum Ziel kommt. Und nicht die Partitur, genau. Und nicht das Ziel selber. So ist es. Und das ist bei ihm schon auch sehr, bei dem Kurschatten. Das muss man eben auch spüren. Und das ist das Ironisierende an meiner Figur. Das ist natürlich, dem macht es dann selber Spaß. Wie weit kann ich gehen? Was fällt mir noch ein? Wie weit lasse ich mich in die Ecke drängen? Dem fallen Sachen ein, es ist grandios. Ja, und dann reagiert man eben. Ist das jetzt alles klar nach Drehbuch oder ist Ihnen auch erlaubt zu improvisieren? Wir improvisieren ab und zu, aber wir halten uns schon ganz gut an. Improvisieren habe ich gelernt, das ist unprofessionell. Das macht man nur, wenn sich so bestimmte Stellen ergeben, dann macht man das. Aber im Grunde genommen hält man sich in der Regel daran. Ja. Improvisieren, der muss schon ein großer Profi sein, also das muss ich sagen. Da habe ich schon enorme Partner gehabt, die wirklich improvisieren konnten und das auch getan haben. Das muss aber nicht sein. Das hat mir der Michael Pfleger beigebracht. Ja, das ist aber die Pflegersche Ansicht. Es gibt viele, viele andere, die andere Ansicht sind. Ich war mal, fällt mir da jetzt gerade ein, bei der Verleihung von der Hör zu, die verleiht in Berlin immer Preise und da war der Gottschalk der Moderator und ich habe eigentlich immer so gedacht, Gottschalk, naja, also der ist ein ganz netter Entertainer, aber dann kam, das wurde auch am Stück aufgezeichnet, dann kam die Catherine Deneuve nicht. Und dann musste er vor einem Publikum, es war dann auch noch ein Medienpublikum, 30 Minuten überbrücken. Und seitdem, muss ich sagen, habe ich hohen Respekt. Das hat mir ausgemacht, dass der eben immer so großartig improvisieren kann. Der hat sich eben nie an die Zettel gehalten, sondern hat einfach immer drauf losgeredet. Ja. Das war das, was so liebenswert bei dem war. Und das war ja auch das, was ihn spannend gemacht hat. Und was wenn das ausgemacht hat. Und als er das nicht mehr hatte, dieses Feld, da war auch seine große Stärke nicht mehr da. Aber und das ist auch was ganz anderes als so eine Komödie. Ne? Das ist eine Show. Ja, klar, aber es ist auch, ich könnte mir vorstellen, wenn dann irgendwann, vielleicht, Sie sind so professionell, dass dann keiner den Text vergisst oder ins Stottern kommt oder vielleicht auch mal stolpert. Aber das dann aufzufangen, das ist eben eine Gabe, die, glaube ich, nicht unbedingt jeder hat, so dass man da in improvisieren kann in solchen Momenten. Also das kann also Jochen auf jeden Fall sehr gut, das müssen wir schon mal herausstellen. Das glaube ich auch. Weil Sie sind doch auch überall, also Sie hatten doch auch eine tolle Sendung, in der Sie aufgetreten sind und dann improvisiert, also mehr oder weniger. Haben Sie da improvisiert? Ja, schon. Natürlich, geht ja nicht anders. Wie hieß die? 7 Tage, 7 Köpfe. 7 Tage, 7 Köpfe. Bei RTL ist die gelaufen, genau. Über Jahre, ne? Wie viele Jahre haben Sie? 10 Jahre. 10 Jahre. 300 Sendungen. Ja. Naja, also ihn kann eigentlich gar nichts mehr erschrecken, oder? Ja, da lernt man den Unterschied. Ja, aber das ist trotz allem, nein, man darf das nicht falsch einschätzen. Es ist dann schon immer wieder, läuft einem dann heiß über den Rücken. Und es ist immer die Frage,
gelingt es dir. Man kann sich ein gewisses Repertoire an sogenannten Schlagfertigkeiten aneignen, aber so im richtigen Moment das genau Richtige zu sagen, das ist eine Frage des Glücksmoments. Ja. Ich meine, Klimbim erinnern wir uns alle dran, also da kam eins nach dem anderen, war aber auch alles im Grunde genommen vorher schriftlich fixiert. Oder ist da auch mal was aus der Spontanität entstanden? Nein, es gab nur diese Sprüche, wenn man mir da die Karten vorgehalten hat. Aber ansonsten war das Perfektionismus, absoluter Perfektionismus. Alles vorher aufgeschrieben. Ja, bis auf den Finger hochheben. Absoluter Perfektionismus. Ne? Sonst wären wir ja auch gar nicht auf die Pointe gekommen und dann sind die, weiß ich, und dann werden Bomben gelöst oder sonst was gelöst und der kommt von links nach rechts. Wie soll man sonst zusammenkommen? Weil der andere weiß ja gar nicht, was jetzt im nächsten Moment passiert. Ne? Was ist denn eigentlich Ihre schönste Stelle in dem Stück, was Sie da aufführen? Ich habe, also gerade meine Rolle, finde ich, hat viele reizvolle Stellen, weil sie am Anfang komödiantisch ist und am Schluss habe ich die Möglichkeit, eben auch ganz ernst, eine ganz ernste Szene zu spielen. Mhm. Also insofern habe ich gerade viele, viele kleine Farben und das finde ich reizvoll. Also ich kann jetzt nicht sagen, das gefällt mir besser oder das. Mir gefällt meine Rolle durchgehend gut. Ist ja eine klassische Komödie, ne? Also ja. Das ist ja ernst mit Humor gepaart. Ja, das richtig. Ja. Und das ist alles in Ihrer Rolle vereint. Empfinde ich so. Ich glaube, das ist so bei Ihnen Rolle. Auch? Ist das auch? Ja, ich habe ja gerade gesagt, das ist eigentlich das Schöne, wie ich finde, dass sie eben letztlich nicht so ist, wie man am Anfang glaubt. Nicht? Die alte Ziege, wie sie sie nennt und so. Also jede hat einfach so die Möglichkeit, einen Menschen zu schaffen. Ja. Das ist einfach schön. Es sind wirkliche Menschen, die zusammenkommen. Jeder hat sein Schicksal, er eben auch, ganz besonders. Es ist nicht platt und auf Lacher ausgerichtet, sondern es ist wirklich ein Hintergrund da, bei jedem. Mhm. Es sind Figuren. Sie haben dieses Stück ja nicht nur in München aufgeführt, sondern auch in Berlin und in anderen Städten. Können Sie da einen Unterschied feststellen bei der Reaktion des Publikums? Ja, ich sage immer, es kommt eigentlich ähnlich an. Mhm. Aber in München ist die Art der Äußerung anders als in Frankfurt oder in Köln oder in Berlin. Also wie man sich äußert und lacht und laut lacht oder eben mehr für sich lacht. Aber ankommen tut es, glaube ich, überall gleich. Beschreiben Sie mal das Münchner Publikum. Das Münchner Publikum ist etwas zurückhaltender, würde ich sagen. Ja. Also obwohl es jetzt langsam gibt, nachdem die Wiesn vorbei ist. Ja. Nee, also ich meine jetzt in der Reaktion sind sie zurückhaltender. Also es wird mehr, Frankfurt ist einfach irgendwie, oder die Kölner, das kennt man vom Karneval, da reagiert man einfach ein bisschen anders und lauter und direkter. Die Menschen hören besser zu. Ja. Und dann ist ja dem Herrn Busse was eingefallen. Er hat ja das Stück, also für meine Figur jetzt, eingebayert. Mhm. Also die Klinikleiterin stellt sich raus, dass das eine Bayerin ist. Und da gibt es eben verschiedene Punkte, wo man das merkt. Und das war jetzt speziell hier für mich. Dann können Sie es auch breit präsentieren. Ja, ich bin in Bayern aufgewachsen, ich bin in Bayern in Schule gegangen und das hat man halt benutzt. Und das ist, glaube ich, das sind immer Abläufe. Ein ganz also guter zusätzlicher Reiz. Das ist dem Jochen eingefallen. Also worüber ich erst mal entsetzt war, habe ich gesagt, um Gottes Willen, glaubst du? Und er sagte, vertraue mir. Ja, klar. Und dann habe ich es halt gemacht. Jetzt tut ja, sie das. Da kommt der Kurschattenmann wieder raus. Und recht hat er. Ja, das ist ja immer das, was die Frauen am Anfang immer glauben, ne? Dass er recht hat. Und das na, der hat schon recht. Das ist leider so. Der Kurschattenmann. Ja, der hat recht. Also jetzt privat und in Rolle. Er hat einfach recht. So leid es mir tut, er hat recht. Was macht für Sie den Reiz in der Komödie aus? Gibt es da etwas Spezielles hier bei uns in München? Weil Sie, treten Sie ja hin und wieder, also relativ regelmäßig auf. Also, ja, ungefähr alle zwei Jahre. Naja, das ist geprägt vom Beginn meiner Karriere. Ich wollte immer Komödien spielen. Ich bin zum Kabarett gegangen, weil ich kein Fachschauspieler war.
ja, man Kabarett die Möglichkeit gibt, sich zu verwandeln. Und ich war nie festzulegen. Ich war weder ein jugendlicher Liebhaber noch ein jugendlicher Komiker, jugendlicher Charakter, war ich alles nicht. Also bin ich zum Kabarett gegangen. Aber mein Ziel war, so viel Profil zu bekommen, dass ich eines Tages Komödien spiele. Für mich ist die Pointe der Begleiter meines Lebens. Das ist für mich das Wichtigste. Und die Pointe nicht eben nur die Pointe des Witzes, sondern es gibt Spielpointen, es gibt Haltungspointen, es gibt Situationspointen, Pausen. Also es gibt eine, und das ist eigentlich mein Lebensinhalt. Das, und jedes Mal von neuem und am besten jeden Abend. Und Frau Rettel, Sie haben ja jetzt sozusagen nach einer längeren Pause sich mal wieder so voll da reingeschmissen ins Theaterspielen. Wie ist es Ihnen da ergangen? Also es ist natürlich schon so, dass man, ich habe mit 16 angefangen und ich habe den Beruf wirklich so von der Pike auf gelernt und ich glaube, das ist dann einfach drinnen, so wie Fahrradfahren oder so. Aber es ist schon so, dass ich diese 9 Jahre Pause, ich war zwar nicht ganz weg, ich habe ja, auch wenn mein Mann auftrat, habe ich die Konferenz gemacht oder so. Also es war ja nicht so, dass ich gar nichts gemacht habe, aber schon ein bisschen, ich habe mich eben mehr um ihn gekümmert als um meine Sache. Und das habe ich schon gemerkt. Also ganz am Anfang war ich noch nicht so drin wieder, wie ich es jetzt bin. Jetzt habe ich das Gefühl, das ist kein Unterschied zu früher. Aber das war am Anfang, habe ich das schon gemerkt, dass ich diese Routine, die man, also die gute Routine, die man haben kann, die fehlte mir schon ein bisschen. An welchen Punkten haben Sie das besonders gemerkt? Erstmal an der Sicherheit. Einfach, ich war nicht so selbstsicher, wie ich jetzt bin, wieder auf der Bühne. Ich habe sicher auch nicht so das Pointensetzen, weiß ich schon, aber es waren Dinge, die man eben so auch so Anfänger sagen. Ich habe zu viel mit den Händen, wie ich es jetzt auch tue, zu viel mit den Händen gezappelt und all diese Dinge, die man eben als Anfänger macht. Und das habe ich auch wirklich anfangs, also in Köln, war ich noch nicht so, ich stand noch nicht drüber. Mhm. Das ist das eigentlich. Das Wort, dass man muss eigentlich drüber stehen und das hatte ich noch nicht mehr so. Wie ist denn das bei Ihnen? Sind Sie vor so Auftritten nervös? Oder? Naja, vor der Premiere ist mir immer übel, davon abgesehen. Ja, aber ich glaube den meisten. Aber wir haben das Stück ja nun schon so oft gespielt, ist eine Anspannung. Eine Anspannung ist da. Wir hatten ja nun auch einige Umbesetzungen, da muss man sich wieder umgewöhnen. Auch von den Frauen, von den Männern und so. Und da muss man sich wieder umgewöhnen und sich dran gewöhnen. Und das ist natürlich immer ein Spannungsgefühl. Aber sagen wir mal, die große Angst ist nur eigentlich nach der Premiere und bei Vorstellungen danach. Ja. Kann man Ingrid Steeger auch anders besetzen als in einer Komödie oder in einem lustigen Zusammenhang? Also dass man sie da. Ich habe alles gespielt. Ich habe auch tragische Derricks gespielt. Ich habe letztes Jahr 3 verschiedene Stücke gespielt. Eine Tragikomödie, Gatte gegrillt. Das ist eine Tragikomödie, eine englische. Ja. Und die, also wo man lachen und weinen kann. Ja. Also, und ich habe auch die Botschaft gespielt, obwohl das für mich keine wichtige Rolle ist. Und ich habe schon eigentlich alles gespielt, aber natürlich fällt das immer wieder in die Schublade von Klimim. Mhm. Aber was die Volkmann, Elisabeth Volkmann, die meine Mutter gespielt hat, gesagt hat, lieber in einer Schublade als in keiner Schublade. Ja, und vor allen Dingen, das ist ja Kult gewesen. Ja, aber es ist aber schon Jahrhunderte her. Ja, schon, aber man erinnert sich immer wieder gerne dran. Also ja. Das ist auf jeden Fall der Fall. Und bei Ihnen, wie sieht es bei Ihnen aus? Sind Sie nervös, wenn es losgeht oder haben Sie da... Ja, na sicher, der Adrenalinspiegel steigt, aber wie ich finde, auf eine positive Art und Weise. Und dann habe ich etwas, ich bin dann hinter der Bühne, fange an zu gähnen. Und da hat mir mein Wiener Internist gesagt, das wäre eine andere Ausdruck von Nervosität. Mhm. Sauerstoffmangel. Habe ich ja nicht. Nee, ja, durchblutet werden. Ja, also ich gähne. Der Karajan hat mal gesagt, wenn er mit seinem Auto in die Tiefgarage in Salzburg fährt, kurz vor einem Konzert, und man würde sagen, es findet nicht statt, würde er gar nicht mehr aussteigen, sondern gleich einschlagen. Der hat also das Phänomen auch. Meine Damen und Herren, der Kurschatten in der Münchner Komödie. Direkt beim Bayerischen Hof. Da sollten Sie hingehen und sich das vielleicht mal angucken, wenn Sie es interessiert. Wir kommen gleich wieder.
In der Komödie läuft das Stück Der Kurschatten. Und, der Kurschattenmann, natürlich. Ach so, das könnte natürlich vielleicht auch eine Frau sein, oder? Ja, natürlich. Eine Kurschattin, genau. Natürlich, ja, das wäre dann dein Part. Genau. Noch schöner wäre ein Kurschattenfräulein. Die Kurschattendame, ja. Das genau. Ist interessant. Dann hat man es nicht mit dem Ehemann zu tun. Ja. Genau, dann kann man sich um das Fräulein. Wer von Ihnen geht denn auf Kur? Geht jemand von Ihnen auf Kur? Ja, ich gehe alle zwei Jahre auf Ayurveda-Kur. Schön, wo machen Sie das? Auf Sri Lanka. Hey, ja. Toll. Ich gehe nur nach Bad Kissingen jedes Jahr. 14 Tage. Einmal auf Kur. Ja. Als ich eine Depression hatte. Und da habe ich auch nette Leute kennengelernt, aber keinen Kurschattenmann. Also die wären das gerne geworden, aber ich wollte das nicht. Ne? Ja, ja. Ja, oder vielleicht haben die es auch. Also ein Kurschattenmann meint's ja eigentlich nicht ernst, so richtig in der Beziehung, oder? Der will nur, der will das Abenteuer. Der muss ja frei bleiben. Bitte muss frei bleiben. Der muss flexibel sein. Nächste Woche kommt neue. Also so geht's ja nicht. Kann sich doch nicht festlegen. Aber wenn sich einer festgelegt hätte, als Sie auf Kur waren, wäre das interessant gewesen? Also zu der damaligen Zeit nicht. Ich habe einen sehr netten Diplomaten und Kriminaloberkommissar kennengelernt und wir waren ein gutes Team. Depressiv. Ein gutes Team und wir haben viel gequatscht und Billard gespielt und sowas. Ja. Aber, und wir telefonieren auch heute noch und das ist okay und das hat mir gereicht. Ja. Ich weiß nicht, ob es denen gereicht hat, aber mir hat es gereicht. Was glauben Sie, warum das in diesen Kurorten besonders gut funktioniert mit Kurschatten? Warum hat sich das da so entwickelt? Haben Sie da ja, weil die Freizeit haben, oder? Ja, eben. Die sind einsam. Nach den Anwendungen. Da wartet man auf die Wendungen. Man ist ohne Begleitung da, man ist alleine da, man sitzt sich von morgens bis morgens. Man hat nicht viel zu tun. Dann wird reflektiert. Ausreden, wenn man nicht ans Telefon. Zu der Zeit war ja noch das fest installierte Telefon da und das bimmelte dann. Ich war gerade bei einer Anwendung. Man war eine Anwendung. Ich habe um 4 Uhr Wasser treten. Ja. Ich musste mal, ich habe um 10 Uhr 4 Uhr. Und es ist ja auch klar, man fährt dahin, man weiß, also es wird sich nur ums Körperliche gekümmert und das gibt auch innerlich so einen Befreiungsschlag. So, jetzt bin ich eine Erwartung. So. Jetzt machen die was aus mir, machen mich wieder fit und jetzt bin ich ganz auf mich gestellt und nur der Arzt guckt mir in die Augen und das ist, ja, und dann denkt man nach so 3-4 Tage und dann, nun jetzt? Und dieses nun jetzt, das ist die Initialzündung. Und wie lange machst du das dann immer bei Ayurveda? Na, Ayurveda ist das nicht drin. Das ist, warum funktioniert das nicht bei Ayurveda und bei einer normalen Kur? Weil es wirklich Ayurveda erst einmal so ermüdet und so substanziell ist, dass man... Waren Sie die richtig harte Ayurveda-Kur? Also naja, nicht die südindische. Also die Sri Lanka ist schon etwas weicher. Also die verlangt nicht, dass man dieses Fett schluckt, also das Ghee schluckt und so weiter. Genau. Aber dennoch, einmal nach dieser langen Reise, die man gemacht hat, es sind immer so 8 Tage, wo man von nichts was wissen will, am allerwenigsten davon. Und dann baut sich's wieder auf und eigentlich das ist ja das Tolle, dass du nach 2-3 Monaten erst den richtigen Erfolg hast. Ja. Das wäre mir zu lang. Nein, das ist wunderbar. Wenn schon andere wieder eigentlich in Urlaub müssen, dann fängst du an, das ist gar nicht mehr nötig zu haben. Eine ganz besondere Sache, ich plädiere sehr dafür. Ayurveda ist gut. Also gerade wenn man abnehmen will, solche Sachen. Ja, und auch überhaupt, wenn man auch dem, was man zu sich nimmt, kritisch gegenüberstehen will. Ich will das ohne Eliza Doolittle überhaupt nicht durchhalten. Ich bin ein Flitzer, ich muss immer rumflitzen. Das ist der Hund, der muss immer dabei sein. Eliza Doolittle, ja. Das ist ja wahrscheinlich auch kein Zufall, dass in diesem Der Kurschattenmann
dass Sie da Rollen spielen, die schon etwas Gehobeneres haben. Also ein Banker spielen Sie. Wer fällt auf den Banker rein? Das ist die Christine Schild. Ah, die ist nicht da. Was haben wir noch? Ein Kapitän. Das ist er bei mir. Architekt ist er bei mir. Ja. Und bei mir ist er Fotograf. Weltweit. Ja, ja, nicht hier und so. Nein, Time and Life, ja, deutsche Sachen. Ja, ja. Bitte schön. Hochglanz. Ja. Ja. Porträts. Ich kapriziere mich dann auf die Augen. Ja. Das ist, glaube ich, auch immer wichtig, nicht? Also wenn man in diesen Orten Frauen gewinnen will, dass man dann also nicht irgendwie so ein, ich sag mal, Fliesenleger. Muss auch auf die Illusion. Ja. Die ja möglicherweise Frauen in diese Kur mitbringen, wirklich mal den Mann des Lebens kennenzulernen, muss man eingehen. Und da hat man einfach eine kleinbürgerliche Vorstellung. Banker ist immer verbunden mit Geld. Ob das nun Bankangestellter ist, der nicht, gerade mal sein Gehalt hat. Banker, das klingt immer gleich nach Millionen. Und Architekt baut grundsätzlich Hochhäuser. Riesig. Kapitän reist um die Welt mit allen möglichen Völkern zu tun. Reeder oder ein Großindustrieller. Also alles, was man annimmt, dass derjenige, auf den man trifft, nie in seinem Leben damit zu tun haben wird. Dem gaukelt man sowas vor. Aber es ist doch eigentlich auch so, dass die Frauen das doch auch irgendwo spüren, dass da einer hochstapelt. Ja, aber die wollen es ja gar nicht merken. Aber wir spüren es nachher schon. Natürlich. Und dann tun wir uns zusammen und dann geht es ihm nicht so besonders gut. Bis dahin scheint es auch so zu sein, dass man das dann gerne auch übersieht, ne? Auch im wahren Leben. Ja, wir wollen alle unsere Illusionen auch im täglichen Leben. Wir zweifeln schon. Ich sage auch, ich glaube dir kein Wort, ich traue dir nicht mehr. Oder sie glaubt sowieso nicht. Nur weil du es erneut hören willst, alles bei allen Liebesgeständnissen. Wenn man es nochmal hören. Nochmal hören. Und fragt sich täglich, wacht morgens auf und du liebst mich noch. Ja, genau. So wie du Seepferdchen zu mir sagst, schmelze ich ja hinweg. Ja. Das ist ja heutzutage ganz anders. Also mit dem Kurschatten auf der Kur, der wird ja abgelöst heute im Internet. Aber die Fantasie haben die Männer ja gar nicht mehr. Die Jungen, wo sollten die Fantasie hernehmen, die er hat? Was dem einfällt. Ja, aber das gibt es bei diesen Portalen, wo die sich Partnerschaft suchen. Was die sich da alles auch im Grunde zusammenlügen. Aber die holen sich vom Portal und nicht aus eigener Fantasie. Die geben sich aus als irgendwie ein großer Architekt und die treffen sich dann. Dann kommt heraus, dass ein ganz kreislicher Uhu ist. Als analoges Fossil, ich habe keine Ahnung. Da findet sowas auch statt. Und die schreiben sich auch ununterbrochen Briefe und so. Das ist schon das Gleiche eigentlich. Du kannst ja da lügen, was du willst. Ne? Der Kurschattenmann, der geht ja dann durchs Hotel und guckt, wo... Ein Sanatorium. Opfer. Sucht sich das Opfer. Nach optischen Gesichtspunkten erstmal. Ein Eröffnungssatz. Ja. Frau, Sie sehen ja fabelhaft erholt aus. Als ich Sie das letzte Mal sah, hatte ich gar nicht so einen guten Eindruck. Aber mittlerweile... Und dieser Satz... Ja. Der ist original. Den hat er richtig abgeschrieben, der René Heinersdorf. Von einem echten, ja. Und der klang dann nur noch hessisch. Der war nämlich aus Bad Königstein. Und da hat es die Frau sehen, fabelhaft erholt aus. Das letzte Mal hatte ich gar nicht so einen guten Eindruck. Aber mittlerweile. Und das hat er immer gesagt. Und musst du sagen, wo das herkommt, das Stück? Genau, ist nämlich interessant. Ja, das ist ja wie alles beim René, alles mit Erfahrung. Ne? Ja. In der Beziehung ist er wie Thomas Mann, der auch nur Sachen schrieb, die er erlebt hatte oder von anderen gehört. Und da ist das entstanden, als er diesen Mann kennengelernt hat. Also seine Mutter besuchte auf Kur. Seine Mutter besuchte in der Kur und da hat er dann zu ihr gesagt, die Frau sehen fabelhaft erholt aus. Hat sich jetzt mal gesagt, entschuldigen Sie, aber ich bin ja seit gestern da. Schlecht recherchiert. Ja, das war einfach der Standard. Im Internet funktioniert es jetzt so, dass da geguckt wird, welche Frauen da also vielleicht schon über eine Woche oder zwei oder drei Wochen immer wieder erscheinen und sagen, ich suche jemand. Und da haben die ein ganz klares Profil und das wird teilweise aus Afrika oder sonst woher, werden diese Frauen
angesprochen und dann, ohne dass man sich überhaupt vorher gesehen hat, überweisen die Gelder. Ja? Ach so. Ja, Dummheit muss bestraft werden. Ja, aber das zeigt so auf der anderen Seite, so eine, was da für eine emotionale Not auch da ist. Ja, das hört man ja nun x-mal. Ja. Aber wenn sie das machen, dann müssen sie das machen. Er muss einstehen, wer steht dafür gerade? Ich gehe erst gar nicht. Ich gehe da gar nicht auf so eine Sachen. Ich habe auch kein Facebook oder so. Ich habe eine Homepage und das reicht. Auf der Homepage kann man sehen, wann sie wo auftreten. Ja. Wo. Und dann kann man auch. Dann kann man sich vors Hotel stellen. Und dann kann man auch gehen, also da auch keine Mail, aber nicht über meine eigene Mail. Und das geht dann auf meine Mail, ne? Also ja. Kontaktadresse. Ne? Also man kann Kontakt mit mir machen, haben, aber man kann das nachverfolgen, wer das ist. Mhm. Das sind keine anonymen Leute, ne? Genau. Sind Sie schon mal im Internet unterwegs gewesen? Ja, natürlich. Ich bin auch bei Facebook und bin WhatsApp und alles. Aber nicht bei denen, in den Veranstaltungen, wo also Partner gesucht werden? Nein, das ganz sicher nicht. Nee, noch nee, nicht. Nee. Nein, das würde ich. Würde ich auch. Das, ja. Das ist ja auch, wenn du in. So sogenannter Prominenter bist, ist das ja höchst gefährlich, weil das kann ja. Du kannst ja sofort in große Kalamitäten kommen. Das wird dann wieder an die Presse gegeben. Oder, also das würde ich alles nicht machen. Genau, wenn sie entdeckt werden, dann ist das nein. Sicherlich ein... Und ich kann mir das auch ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also wenn ich bin wirklich ganz altmodisch. Ich mache zwar alles mit Internet mit, aber kennenlernen will ich doch noch auf normale Weise. Also ich kenne ein paar Verbindungen, das sind wirklich Verbindungen. Und das hat gut funktioniert. Ja, naja, es ist ja auch, wenn du mathematisch das siehst, wenn so und so viele deckungsgleiche Dinge da sind, das weiß man ja vorher. Ich interessiere mich für Pferde, ich für Ponys, dann geht's schon nicht. Ne? Also das kann man ja herausfiltern. Und da denkt man, mein Gott, also der eine glaubt ein Sternzeichen, dazu passt, sagen wir mal, Wassermann Waage, das ist schon mal da. Und dann interessiere ich mich für Keramiken. Aus vorchristlicher Zeit, wer hat das schon und so weiter. Und dann deckt sich plötzlich die ganze Menge. Ja. Und dann sieht man sie, wenn man nicht ganz abstoßend aussieht, dann kann das durchaus... Und das passiert sehr, sehr oft. Also es gab eine Zeit, ich sage mal noch so vielleicht vor 15 Jahren oder so, da war das peinlich, wenn man gesagt hat, ich habe im Internet jemanden kennengelernt. Aber heute... Es ist gang und gäbe. Und viele Leute machen das ja auch aus Zeitmangel. Weil sollen sie sich ins Café Käse setzen oder was weiß ich? Haben die nicht, wollen die nicht und machen das. Also ich kann das nicht so ablehnen. Aber dieses, wo Sie Kaffee-Käse sagen, das waren ja, also in Berlin gab es ja dieses Restaurant, wo man ein Telefon am Tisch hatte und wenn da drüben jemand saß und man dachte, da hat man eine Chance, dann konnte man anrufen. Da würde so ein Kurschattenmann auch gut reinpassen, oder? Ja, sicher. Hatten die auch ihre Grundausbildung. Das ist... Ja, und wo noch? Also eigentlich auf so Kreuzfahrten, da kann man das, glaube ich, auch ganz gut machen. Die sind ja teilweise angestellt, nicht? Von der Reederei, mit ganz strengen Regeln. Das wollte ich jetzt sagen, Ich habe ich hab auch alle mehr oder weniger mal ein Traumschiff gemacht. Und dann, als ich dort ankam, waren eine Menge fast ähnlich aussehender Herren da, die sich auch vorstellten. Und ich sage, gehören Sie auch zur Mannschaft noch? Naja, also in dem Sinne nicht. Aber wir gehören dazu. Und dann lachten die natürlich sehr verständnisinnig. Und bis ich dann dahinter kam, das waren die Herren, die abends nach dem Essen den Damen zur Verfügung standen. Ja, und die waren also sehr, tanzten sehr gut, hatten sehr gute Manieren und hatten die Gala gelesen. Also die waren voll richtig. Waren informiert und genau, da fahren ja auch alleinstehende Damen und also mit vor allen Dingen betuchte Damen, nicht? Ja. Da mehr als in unserem Sanatorium, ja. In unserem Sanatorium, die sind nicht so betucht. Das ist eher Krankenschein. Ja, ein bisschen drüber, aber du sagst, ich zahle die Kasse. Ich habe alle haben ein bisschen. Sie haben alle schon ein bisschen Kleine Fütte. Also so sonst würden Sie doch da gar nicht erst hingehen. Also ich meine, ein Mann Ihrer Statur. Das ist in diesem Stück auch nicht ganz geklärt, wo die Motivation ist. Ob es die Erotik ist oder ob es das Finanzielle ist oder ob es die Abenteuerlust ist. Ihr Charakter antreibt. Ja, warum ich das, also meine Motivation ist nicht ganz klar und ich brauche auch jeden Abend eine neue.
Ah ja, sehr gut. Jetzt könnte ich ja natürlich noch mal fragen, warum soll man sich Ihr Stück angucken? Was würden Sie jetzt dem Publikum sagen, warum es wichtig ist? Ich glaube, in erster Linie, um uns zu sehen. Es bringt Spaß, ja. Ich glaube, die Leute gehen heiter raus und das ist auch das, was wir bezwecken damit. Ein bisschen nachdenken und ein bisschen einen Abend erleben, wo man sagt, so jetzt bin ich mal wieder ein bisschen abgelenkt von den Sorgen des Alltags und ich kann mich ein bisschen amüsieren. Und die Leute sind mehr als und ich glaube, viele kommen eben auch wegen uns. Weil uns wohl so geworden ist. Ja, genau, das ist der Punkt. Das ist doch aber schön. Ja, ich meine, es ist eine hochkarätige Besetzung. Das kann man überall nachlesen. Die haben auch tolle Kritiken eigentlich gekriegt, nicht? Die Münchner Presse. Ja, und die Leute lachen wirklich mehr als genug. Also. Naja, das kann man nicht. Nee, genug kann man nicht, das ist wahr. Unterscheiden Sie zwischen den verschiedenen Lachern, die da so aus dem Publikum kommen? Ja, naja, wenn man sein ganzes Leben lang so mit Lachern zu tun hat wie ich, dann weiß man schon, das ist ein Höflichkeitslacher, das ist ein konventioneller Lacher und das ist ein überraschter Lacher. Und der kommt aus dem Bauch. Also es gibt ja immer diese Unterschiede, man kann lachen und man muss lachen. Kommt, wird viel gelacht und bei müssen, das passiert nun etwas seltener. Aber insgesamt sind alle Lacher vertreten, ja. Ich wünsche Ihnen, dass Sie ganz viele Muss-Lacher kriegen. Und kann eigentlich nur noch mal empfehlen, gucken Sie sich den Kurschattenmann an. Da gibt es viele Muss-Lacher. Und an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleiben Sie dran. Programm bleibt weiter interessant. Das war das Stadtgespräch mit Jörg van Hoofen.